Der nächste bitte. Nun ist Domenico Tedesco auch ganz offiziell neuer Trainer von Schalke 04. Der deutsche Italiener beerbt Markus Weinzierl. Mit 31 Jahren ist Tedesco der jüngste Trainer der königsblauen Vereinsgeschichte. Mit gerade einmal 11 Wochen Erfahrung als Coach von Zweitligist Aue übernimmt er einen der schwierigsten Jobs im deutschen Fußball. Grundsätzlich ist der Inhalt, der gespielte Fußball, für mich immer der gleiche. Es ändert sich eben das Umfeld, es ändert sich die Situation, die ist hier auf Schalke sicherlich anders als in Aue oder in Hoffenheim, aber genau das macht ja diesen Reiz aus. Und ich kann nur sagen, dass ich drauf brenne und mich freue, mit diesen Menschen diesen Weg auch zu gehen. Tedesco ist der 6. Schalke-Trainer in 5 Jahren. Fast jährlich gleichen sich die Bilder. Für Markus Weinzierl, Wunschtrainer des damals ebenfalls neuen Managers Christian Heidel, war nach 12 Monaten Schluss. Zuvor konnte sich auch André Breitenreiter nur eine Saison lang Coach von Schalke 04 nennen. Er hatte Roberto Di Matteo beerbt. Der Italiener war mit gerade einmal 5 Monaten am kürzesten im Amt. Am längsten hielt mit 22 Monaten der stets umstrittene Jens Keller durch. Zuvor war die zweite Schalke-Amtszeit von Huub Stevens nach etwas mehr als einem Jahr beendet worden. Ich hoffe, dass wir diesen Weg jetzt, den richtigen Weg jetzt beschreiten werden. Ich bin da auch sehr, sehr optimistisch. Aber natürlich können Kritiker sagen, das waren sie im vergangenen Jahr auch. Völlig klar, verstehe ich auch. Trotzdem stehe ich hinter diesem Schritt. Ich habe ihn ja mit eingeleitet. Tedesco rettete Aue in fast aussichtsloser Lage vor dem Abstieg. Seine Ausbildung zum Fußballlehrer schloss er als Jahrgangsbester ab, im gleichen Jahr wie Julian Nagelsmann. Nicht nur aufgrund des Alters liegt der Vergleich mit Hoffenheims Erfolgscoach auf der Hand. Wir sind beide jung, wir kommen beide aus Hoffenheim, haben den Fußballlehrer gemeinsam gemacht. Ich schätze Julian sehr, was er da in Hoffenheim geleistet hat und leistet, ist phänomenal. Das ist nicht selbstverständlich. Daher zieh ich meinen Hut vor Julian und mag ihn natürlich auch persönlich sehr. Ich glaube, das kann man ja so sagen und daher, mich stört's nicht. Sollte Tedesco ähnlich erfolgreich sein wie Nagelsmann, würde das sicher weder ihn noch seinen neuen Boss Christian Heidel stören.